So, herzlich willkommen zum ESL Thinkfast Razer League Halbfinale zwischen Indie Gaming und Northern Lions. Best of one. Und ja, das war's. Das ist Saison und ich freue mich zu casten, auch wenn das hier gerade nicht offen perfekt bin. Mikrofon müssen wir ein bisschen testen, außerdem alles kurzfristig, aber das wird schon, hoffentlich. Wenn der Sound nicht zu schlecht ist, wenn nicht, sagt's mir Bescheid, dann ändere ich was. Tja. So, dann klick, klick, klick. Versuchen wir das mal so rum. Wir haben Death Prophet Razer gebannt, zusammen mit dem Brewmaster und einem Skyrith Mage. Also, wie gesagt, wieder Terrorblade drin und ein Center Warren als First Pick von Indie Gaming. Ja, funktioniert doch nicht so gut, deshalb schaue ich mal, ob ich ein bisschen was verändern kann. Moment. Versuche ich das mal so rum, ein bisschen besser zu sein. Also, Nature's Prophet Ogre Magi als Second und First Pick. Also, ja. Ogre Magi, Nature's Prophet, sehr interessant, aber auch zwei sehr starke Heroes. Von daher aus der Hinsicht sehr, sehr interessant. Und Jakiro, wahrscheinlich für die Lane, so einer der, naja, vielleicht der dritte stärkere Support in diesem Meta, neben Skyrath Mage und Ogre Magi. Jakiro hier als soliden Support-Pick von Indie Gaming. Und ich bin mir sehr, sehr unsicher hier mit dem Sound und ich werde gleich mal in den Stream reingucken, wie das ist, weil irgendwie dieser Raum ist so dermaßen hallend, dass du selbst in deiner eigenen Stimme das hörst. Und dann jetzt noch mit dem Mikrofon wird das noch viel schlimmer sein. Sorry for all the fuss. Versucht man das auch so mit noch ein bisschen Noise Gate hochzumachen.
Und wir sind zurück. So. Also es funktioniert ziemlich jetzt dann doch endlich und jetzt können wir auch im Spiel bleiben. War ein bisschen hin und her. So um, also vor einer Stunde so, okay, mein Internet funktioniert nicht. Scheiße, ich muss in die Uni fahren. Und dann hat es jetzt hier ein bisschen Verzögerung gedauert. Aber jetzt funktioniert es. Terrorblade Lycanband von Northern Lions, sehr interessant. Also erstmal die fettesten Helden rausgeworfen. Und Viper von Indie Gaming. Zusammen mit dem Slug natürlich auch. Spectre, direkter Pick von Indie Gaming. Sollte gegen Ogre Major Ancient Apparition relativ gut sein. Besonders gegen Nature's Prophet ist ein sehr valider Pick. Und Northern Lions werfen den Anti-Mage dagegen. Also sowohl Nature's Prophet als auch Anti-Mage eine sehr, sehr starker Fokus auf Holla Holla Get Dollar. Und ja, das wird wohl zum einen ein Farm-Battle, zum anderen halt Indie Gaming können mit Spectre durchaus sehr schnell fighten. Spectre Center Warrunner, das sind auch einige Helden, die 10-15 Minuten können die fighten, wenn Spectre auf ein Fighting-Bild geht und nicht auf das Radiance. Bei Anti-Mage sieht es halt ein bisschen anders aus. Und bei Prophet halt ähnlich. Prophet würde eigentlich gerne gar nicht fighten, beziehungsweise halt irgendwie erst nach 20 Minuten. Besonders mit einem, ja, mit Midas First ist es halt so eine Sache. Weil dann wird es halt sehr, sehr spät, wenn er fighten kann. So Midas, Blink-Dagger oder Necro, das ist halt, das sind keine Fighting-Items. Bin ich gespannt, wie Northern Lions das Ding angeht hier. Ob sie dann einen sehr starken Fighting-Bit auf Nature's Prophet werfen und Anti-Mage halt auch ein bisschen früher online kommt und dann halt fighten, oder ob sie einfach sagen, okay, wir dodgen das halt komplett. Was mit Spectre, Dazzle, Jakiro, Center of Warner sehr schwierig wird, aus dem Weg zu gehen. Denn Center of Warner hat die Initiation und Spectre ist halt auch immer da. Von daher bin ich gespannt, wie das halt funktioniert und besonders auch, wie die Strategie von Northern Lions ist, hier mit einem sehr, sehr, sehr farmorientierten Lineup gegen so ein doch eher fight-orientiertes Lineup gegenzuwerfen. Nature's Prophet schon mal verhindert. Nature's Prophet. Storm Spirit. Als ja, weiterer valider Midlaner hier drin. Auch da ihnen bis auf den Ogre Major halt die Stunts fehlen. Sehr schöner Ban hier. Eventuell wäre sowas wie TA drin, aber ist Ignite. Von Ancient, also vom Ogre Major und Ancient Liberation. Coldfield würde da wahrscheinlich eher den Chaos machen. Von Indie Gaming Midlaner weiß ich nicht. Northern Lions fehlt auch noch ein Midlaner. Ja, also die klassischen Dinge wie Death Prophet, Razor und Viper sind ja schon raus. Pack auch raus, das heißt eher so was wie eine Quap oder halt auch PA Morphling. Halt eher als Carry, aber für Northern Lions, glaube ich, haben sie ihr Carry-Potenzial erstmal schon mal fertig. Obwohl eine PA natürlich früher fighten kann. Aber Control wäre hier eher wichtiger. Von daher, auch wenn es nur eine Quap ist, oder, keine Ahnung, ein OD? Nee. Windranger. Ah, genau das Passende dafür. Wobei es tatsächlich eher auf Indie-Gaming erwartet hätten, die doch mehr Midgame-orientiert sind. Aber zumindest ist das ein ausgezeichneter Pick, um das Midgame zu überleben und gegen den Center Warner einen ähnlich aggressiven Midlaner gegenzustellen, der ja, ab 10 Minuten doch gut fighten kann. So, Indie Gaming, jetzt wird's Zeit. 50 Minuten Reserve Time, bin ich mal gespannt. Und Nightstalker, wow, von Indie Gaming. Richtig aggressiv und auch eventuell sogar richtig greedy. Nightstalker, Professional Dodo. Das ist doch mal was Neues. Bin ich richtig gespannt drauf. Cool, cool, cool. Ja, Ancient Brisbane muss noch picken. Ja, mal schauen. Irgendwie ist kein Ingame-Sound. Wir kurz neu starten. Moment. Oh nein, jetzt ist auch der Sound da. Das wäre beinahe nicht so. Aber gut, so mit Sound jetzt drin. Und ja. Schon die ersten Trains, die jetzt scouten. Erst ist schon down gegangen in der Mitte hier.
Und es wird Ogre. Ja, okay, also auf der Seite von Northern Lions doch ein sehr traditionelles Placement von den Lanes. Gut First Nature's Prophet, das sollte auch okay sein. Hero scoutet ihn ein bisschen. Direkt ein bisschen angegriffen hier. Und ja, Dazzle Jakiro und Spectre ist auch eine sehr defensive Lane, kann man sagen. Center One Offlane. Zuletzt ein Nightstalker, der es irgendwie ja, nicht ganz geschafft hat zum Blocken. Sehr interessant, dass er da nochmal holen musste. Da wird natürlich erstmal die Wind Ranger einen Vorteil auf der Lane haben. Wird ewig gepinkt hier. Schnippelchen holt sich die Double Damage Rune und wird erstmal ein bisschen Damage hier dann doch auf den Centaur fahren. Oder Jungle. Was weiß ich. Ja, auf der Top Lane sollte eigentlich der, ja, der Nature's Prophet okay sein. Beans hat er sowohl den Scout als auch den Lasted Damage und den Harris. Und dadurch, dass Dazzle halt in der Mitte ist, kann er halt doch sehr, sehr aggressiv dort sein. Dabei Damage Ancient Apparition wird vielleicht keinen Hit auf den Center werfen. Aber Space sehen so zumindest sehr, sehr gut aus. Den Pull hier und den Pull Through, der wird das auch weiterhin so bleiben vom Lane Equilibrium. Machen schon die Last jetzt auf, aber noch zeigen die nicht so wirklich was. Center Warner Level 1 wird relativ gut für Northern Lions hier rausgehalten. IWT hat einen guten Job. Jetzt, wo ich den Namen sage, fällt mir auf, dass ich da nicht so was vergessen habe, aber nicht so schlimm. Die Namen der Player seht ihr im Laufe des Tages. Wenn hier gerade ein First Blood eventuell auf den Nature's Prophet kommt, sieht nicht so aus. Spectral Dagger macht zu wenig Damage auf Level 1. Wer hätte es gedacht? Und ja, überlebt dann das Ganze doch noch ein bisschen. Muss ja auch zurückgehen zum Heilen. Macht keinen Sinn, ohne Mana und ohne Leben da noch auf die Lane zu kommen. Erzog kriegt eine Haste-Rune. Sehr, sehr potent, aber ich glaube, die Wind Ranger hat hier erstmal die Nase vorne. Das hat nämlich auch die Nice. Lässt sich hier erstmal absolut nicht beeinflussen von dem 07 hier. Hat auch noch eine Salve und wird auch wahrscheinlich deshalb halt erstmal auf Greed spielen. Muss vielleicht aber aufpassen auf den Burst. Sieht aber auch, dass der Nest sogar einfach keinen Mana hat. Denkt sich das nur so, ja, du kannst mich mal. Sehr aggressiv, aber halt auch sehr ineffizient in dem Sinne, weil die Wind Ranger halt genau weiß, was Sache ist. Ja, auch sehr schön die Last Hits unterm Tower nimmt. Power Shots und so. Wenn im XP weiß, wie er das spielt. Und dadurch, dass kein Flank kuriert ist, da ist auch noch ein bisschen was in der Bottle lassen. Wird es nicht so lange dauert mit dem Zurückwerfen. Mein Leben. Und Nightstalker muss halt auch schon mit dem Void Harrison, was gegebenenfalls nicht so optimal ist. Aber das ist meistens halt so gegen einen Ranged Hero in der Mitte, dass er da Probleme hat. Es ist eine Clarity gecastet worden, war ja auch relativ klar. Aber trotzdem, der versucht halt jetzt irgendwie auf der Lane Nightstalker ein bisschen im Spiel zu halten. Denn Nightstalker ist halt am besten, wenn er halt irgendwie noch eine gewisse Art von. Er muss halt overlevelt sein. Muss von vorne spielen, dann ist Nightstalker am besten. Das ja, ist halt erstmal gegen den Wind Ranger schwierig. So an sich. Aber Dazzle besorgt ihn da auch schon ein paar Stacks. Denn nur ein Doppelstack. Könnte auch für den Spectre sein, natürlich. Ja, mit Face Boots. Ja, sieht noch nicht so viel aus. Könnte hier im Fighting Build gehen. Guckt der Angie auf dem Centaur Warner. Level 2 nach 4 Minuten. Und immer eine Bounty-Rune. Dass sie da ein bisschen zu herläuft. Außerdem findet sie eine Wind Ranger. Aber viel mehr wird nicht da sein. Auch gar keine Punkte in Double Edge. Und passiert nicht so viel. Der Prophet hatte überlegt, da defensiv hinzukommen, aber brauchen sie nicht. Auch keine Worte, hier die Rotation sieht, eventuell die Ancient Apparition bald, aber auch der Nightstalker dreht wieder um.
Der Top-Lane sieht es für Nature's Prophet wesentlich besser aus, obwohl er einmal sehr, sehr low gekommen ist. Er ist jetzt auch schon Level 4, im Gegensatz halt zu dem Sand, der immer noch Level 2 ist, jetzt ein Level 3 bekommen wird. Aber es bringt halt auch nur einen Punkt in Double Edge, den da nicht so wirklich den Unterschied macht. Wenn gegen Prophet bei Matrines heißt halt auch mehr Harass und mehr Lasted Damage im Prinzip. Und eben auch Punkte in Teleportation. Ist halt in der Entscheidungsfindung, ob man jetzt halt rein TP'd oder nicht, ist doch schon wesentlich einfacher machen. Wenn eben nicht. Ja, wenn eben nicht so lange. Oh, was? Ach, fast. Der Creeper hat noch geschossen, sonst hätte er hier schön hinbekommen. Aber Rotation ist da vom Ogre Magi. Die jetzt mit dem Stun versuchen, aber sofort kommt die Rotation vom Nature's Prophet und Vector muss hier abhauen. Kommt hier raus, aber Ogre Magi wird wohl im Leben bezahlen und das First Blood sein, so wie es aussieht. Slow ist erstmal noch nicht da, aber der Burn Damage von Jakiro ist auch genug. Holt ihn hier raus. Jakiro holt das First Blood. Und Wallex gegen Evasion. Und Evasion, also hier ist die Wortwitze weg. Schöne Rotations auch hier, die jetzt kamen. Dazzle kam halt genau am richtigen Zeitpunkt um die Ecke, das war halt bitter. Wo das halt an sich richtig schön gegen Jakiro aussah. Aber er wäre halt auch wahrscheinlich noch mit ein paar Leben weggekommen, einfach weil. Also sie hatten halt zwei Stunts und die haben sie genutzt. Und trotzdem ist Jakiro relativ tanky, um ihn halt einfach mal so auf Level 4 umzubringen. Eggman farmt sich weiter voran. Gold, kommt da schon was? Nope, da kommt noch nichts. Hier Power Trans, ja. Nach 6 Minuten, 38 Last Hits, genau wie der Spectre. Ganz gut dabei. Beide Teams, der Unterschied ist halt hauptsächlich in der Mitte, wo die Windranger halt doch mit 34 gegen 17 relativ weit vorne ist. Die Denies sind mit 8 okay, aber halt jetzt nicht so viel Fokus drauf gelegt. Und ja, muss auch nicht unbedingt. Anti-Mage kriegt jetzt hier tatsächlich den Center War, ne? Mit Stunts und das wirft ihn natürlich so ein bisschen voraus jetzt. Gleichermaßen muss die Windranger jetzt nach oben rotieren, eben weil der Tower da doch sehr stark in Gefahr ist. Nature's Prophet muss hören. Oh, wunderschöner Shackle hier auf die Spectre und auf den Dazzle. Zwei wichtige Ziele. Jetzt kommen die ganzen DPs und wollen noch was holen. Ogre Magi hat fast einen Stun-Range, kriegt jetzt doch den Stun hin. Die Frage ist halt, ob sie mit einem Grave durchkommen, besonders weil jetzt geturnt wird mit einem Nice Stalker. Shackle schon wieder trifft, aber den Dazzle bleiben sie da raus. Und turnen das Ding ganz gut, tatsächlich kriegen sie noch einen Kill daraus. Im Gegensatz zu den Northern Lions, die halt nichts schaffen, außer dass sie den Tower deffen. Alles ist halt relativ low, aber Spectre ist volles Leben, Dazzle ist weggekommen. Jakiro ist halt auch weg, beziehungsweise bleibt noch ein bisschen dran. Und jetzt können sie das tatsächlich sogar turnen. Nightstalker findet hier noch den Ogre Magi, den sie down bekommen. Hier für den Spectre ist auch nicht schlecht. Ja, und 3 zu 1 steht jetzt. Das ist doch sehr stark geturnt, das Ganze. Haben ziemlich viel Damage hier rausgehauen. 1000 Damage von der Windranger alleine, aber halt alles nicht auf einen Held, dementsprechend alle low, aber alle am Leben. Und dann mit den Anti-Mage alleine gegen Center Warner, der ja, durch den Ring of Regeneration ist Anti-Mage halt vollkommen okay. Aber auch Center Warner kann da ein paar Kills holen, ein paar Last Hits holen, wenn auch nicht so viele, muss man dazu sagen. Denn schnell ist das Mana weg und schnell sind die Leben halt auch weg gegen Anti-Mage. Der den Regeneration-Vorteil hat, aber hier eine Regen-Rune findet. Windrunner ist auf dem Weg. Und Centaur sollte. Okay. Deft sie für Nightstalker, der sie unbedingt haben will. Hätte Windranger durchaus was machen können, aber sie haben ja doch keine Vision hier unten. Dementsprechend ist es relativ schwierig. Jetzt hier angemalt, dass sie hierher kommen, aber ist nicht der Fall, geht wieder zurück auf die Lane. Ogre Magi steht scoutet schon mal hier, um den Nature's Prophet vielleicht nicht unbedingt so offensichtlich da eine Schusslinie zu haben, aber der steht doch relativ gut hier, wenn irgendwas von da aus kommen sollte. Out of Vision und so passt schon. Gibberition hier sehr weit vorne, dafür, dass drei Leute gerade den Tower diven. Aber ja, Spectre gegen den Tower, erster Tower für IG hier. Und Rotations kommen in die Mitte. Gibberition wird mal wieder gefunden, aber ist schneller als der Rest. Und ist raus. Ah, Ice Pass zu wenig. Jetzt ist auf einmal der Spectre da drin. Vielleicht nicht so gut. Shackle trifft, aber out of Vision. Cold Feed proppt tatsächlich gleich auch. Aber sind vier Leute zwischen den Towern, aber können sie trotzdem nichts machen, denn sie wollen halt auch eher den T1 Bottom. Anstatt sich jetzt hier irgendwie mit dem ganzen gegnerischen IG-Team anzulegen.
und vielleicht nichts zu bekommen. Aber halt auch so scheint es der Fall zu sein mit dem Jakiro Rotation, dass da erstmal nichts zu machen ist. Fast gedodged. Kann hier weiter runtergehen und wird damit sogar okay sein. Muss halt eventuell sogar aufpassen, dass der Antimate hier nicht turnt. Aber da wollte er doch noch ein bisschen für Battle Fury und halt bis der Antimate ein bisschen fetter wird. Vector scheint tatsächlich für Radiance zu gehen. Kann es sich tatsächlich auch erlauben gerade, weil nicht so wirklich viel passiert. Ja, oh, und sie kriegen tatsächlich noch einen Spawn raus. Das ist ein Kill auf Nightstalker. Wie die Windranger. Und ein Shackle, der super sitzt. Und den Dazzle umbringt, bevor er was tun kann. Schöne Shackles hier von Phantom XP. Definitiv nutzt die Windranger zur besten Kapazität, was sie hier machen können. Anti-Mage gleichermaßen unten ist halt relativ okay. Der einzige, dem gerade was tun kann, ist eigentlich der Nightstalker mit dem Silence. Und der, ja. Bis wenn er Brock kann er noch weglaufen. Und in der Zeit ist es halt auch schwierig, hier den. Da vorher irgendeinen Stun rauszubekommen. Und jetzt schöne Shackles. Was sind das für Shackles von Phantom XP? Die halten wirklich, wirklich hier Northern Lions im Spiel und retten sie das jetzt zurück. 5 zu 3 ist der Score hier. Deny vom Nightstalker. Wunderschön gemacht von 007 hier. Dann doch noch, aber es war relativ knapp. Der Stun war beinahe raus von Logan Magi. Und wenn es da noch einen Shackle gäbe, wäre das richtig übel gelaufen. Den Kill auf Jackie bekommen, aber auch den Tower Deny. Naja, in dem Sinne ist IG darüber eigentlich glücklich. Wir haben einen Support getradet für den Deny. Aber Northern Lions haben mehr als sonst bekommen, aber hätten auch wahrscheinlich auch gerne den Deny nicht machen müssen. Nightstalker rotiert hier, aber gewardet von Northern Lions ist. Und der Antimage sollte erstmal von unten her okay sein. Prinzipiell müssen sie halt einen Silence auf den Stun treffen. Das wird relativ schwierig ohne einen Blink-Deck auf den Centaur. Der braucht noch 1000 Gold bis zum Blink. Ist auch klar, ist wahrscheinlich auch sein Timing. 0-2 auf der Offlane mit 21. Ist soweit eigentlich, naja, es ist halt besonders in den Levels sehr, sehr weit zurück. 24 Last Hits und Level 6 ist halt zu viele Last Hits quasi und zu wenige Level. Besonders im Center Warner, der mit der Stampede und der Double Edge hat eigentlich sein Hauptpotenzial entfaltet. Aber in Jimmy's Finish's Profit gibt's hier. Erster Ice Blast kommt raus. Beide Supports. Nein, trifft nur ein Dazzle. Der aber nicht gesniped wird irgendwie damit. Doch das Potenzial ist halt auf jeden Fall da. Nature's Prophet Ulti, Powershot und der Ice Blast macht schon einige Damage auf Long Range. Dennoch wird das Potenzial halt noch ein bisschen dauern. Anti-Mage Battle Fury ist nur noch 500 Gold entfernt. Das ist ja sehr gut im Zeitfenster, aber es ist auch 2-0 und 85 Last Hits. Harmt sich hier sehr gut die Seele aus und die Supports haben ihn da beide beschert. Aber jetzt kommt der Gank. Frage ist halt, ob sie was machen können. Ah. Hat da den Dust, hat den Smoke gehockt. Und das ist ja der AFK. Da muss er extrem aufpassen, aber Silence ist um und Anti-Mage ist weg. Das ist halt der Punkt. Du musst ein Silence machen und dann muss halt der Center auch schnell hinkommen und es dann. Das ist halt nicht der Fall gewesen. Damit war der Anti-Mage weg. Obwohl er das ein bisschen gelaufen hat, aber auch relativ optimistisch vom Nightstalker zu bekommen. Was sie aber bekommen haben, ist die Leute zurückzubringen und hier ja, Pressure machen auf den Tower. Wieder ein Silence, aber auch wieder kein Stun da. Ancient Abrasion Blast kommt hier rein und Powershot besiegelt das Schicksal. Schön gemacht hier. Wobei eventuell auch der Towershot alleine schon gereicht hätte. Powershot, nicht der Powershot. Klingt ähnlich, ist aber von 250 Damage. Ja, und 250 meine ich natürlich 300 Damage. Spectre ist auch relativ low. Mal schauen, wenn der nächste Ice Blast kommt. Sekunden. Man sieht erstmal nicht so aus. Prophet hatte gehofft, da was zu finden. Wahrscheinlich Spectre, aber wird nicht der Fall sein. Wenn ein Snipe rauskommt oder ob sie den eher hier benutzen, was wahrscheinlich sicherer ist. Rishon hält aber noch ein. Vector wäre auch ein bisschen. Würde wahrscheinlich eh nicht reichen. Kriegen den Tower hier. Damit sind alle Outer Towers für die IG raus. Und halt auch jetzt doppelt so viele Kills. Also am Anfang sah es dann doch ein bisschen komisch aus. Aber jetzt haben sie es doch wieder rausbekommen. Der Turning Point wird auf jeden Fall sein, wenn die Spectre hier Radiance bekommt. Relic ist in 300 Gold soweit. Das wird sich ja, soweit es die Spielsituation bisher ausmacht, relativ sicher und uncontested bekommen oben auf der Top Lane.
Die beiden Waves sollten dafür genug sein. Und es sieht nicht so aus, als ob Mother Lions das contesten wollen. Andererseits haben sie auch ein ziemlich starkes Global Lineup. Nur einer mal kurz vorbeikommen, siehst du, der Eisblast kommt schon hoch. Um den Hand auf jeden Fall zurückzuhalten, weil eigentlich heißt ein Eisblast immer, dass irgendein Follow-up kommt. Muss er kurz zurück, aber die Quick-Wave bekommt auch so. Und jetzt gleich sein Relic und der Kurier kommt auch schon hingeflogen, um das halt direkt zu machen. Kriegt das Relic zu kaufen, hat es jetzt, kauft das Relic und hat erstmal das Schwierigste überstanden. Er war tatsächlich im Jungle von IG, von Northern Lions. Und also haben halt schon mal ganz gut gezeigt, dass es halt ihr Dschungel ist und wo sie als nächstes irgendwie Druck drauf aufbauen wollen. Anti-Mage ist jetzt erstmal im Full-Farming-Mode, Battlefield fertig. Ab in den Dschungel, ab einmal durch den Dschungel, man sieht hier, wo die Camps leer sind. Einmal hier alles leer. Und das ist halt auch der Pfad. Einmal diesen Pfad, Creep Wave und wieder zurück. Hat also wahrscheinlich jetzt sein Prozedere drauf und wird das so abspulen, wenn dann der nicht bei gestört wird. Der Punkt ist, er wird vielleicht gestört werden, vielleicht aber auch nicht, weil Spectre halt auch erstmal 1000 Gold farmen wird, um das Radiance zu bekommen. Und bis dahin passiert erstmal nichts. Porter sind beide auf der Mittellane, wollen ein bisschen Erfahrung bekommen, wahrscheinlich. Ogre Major hat immer noch kein Level 6, was halt auch durchaus ein Unterschied ist. 40% Multicast-Chance ist auf den Stun, ist halt schon einiges. Aber erstmal noch nichts. Tatsächlich versuchen sie jetzt hier Roshan zu sneaken. Was tatsächlich relativ gut funktioniert, wenn man jetzt von hier aus natürlich auch einfach reinblinken kann. Und Nature's Prophet sowieso auch das ganze Ding kann. Hat aber auch keine Regeneration, was halt hier doch relativ knapp wird, weil halt beide müssen tanken. Jetzt kommt die Ancient Brisha rein, kein Ward, von daher sehen sie es sowieso nicht. Und Anti-Mage kriegt die erste Aegis, schön gemacht von Northern Lions hier. Gesehen und rotiert. Aber schöne Ice Blast auf den Center Warner. Windranger ist halt da, aber können trotzdem nicht verhindern, dass es gedewardet wird. Kam zu spät. Roshan damit aufgeben. Ist auch wahrscheinlich auch besser funktioniert, weil sie standen halt irgendwie sehr doof hier mit ihren Helden. Wenn da aus Roshan alle 5 gekommen wären, hätte es wesentlich anders aussehen können. Hätte durchaus auch Neo sehen können für IG. Runner hat den Forstaff, wird wahrscheinlich auf Blink gehen, so wie das Geld hier aussieht. Und danach halt auf Damage-Items. Nightstalker. 2000 Gold, ich weiß nicht, ob es hier Amulet kauft oder was halt so der Current Build dafür ist, bin mir nicht sicher. Nature's Prophet hat jetzt ein Problem und ja, ein ziemlich kurzes Problem, denn das Problem hat sich jetzt erledigt für ihn. Hat aber nicht so viel Gold verloren, geht auf Necro erst, hat aber auch die Midas da und ist blöd, aber nicht so schlimm. Ice Blast verfehlt Kokont, das komplette Lineup. Und Nightstalker ist on the hunt. Weiß ich nicht, wie viele da finden wird, deshalb erstmal nur farmen. Immer relativ klar, wenn so ein Nightstalker bei Nacht irgendwie so um die Gegend huscht. Eben so, oh, will irgendwas kriegen, will irgendjemanden holen. Ja, oder auch nicht. Vielleicht will er auch einfach nur farmen. Radiance jetzt für Spectre fertig. Finden hier oder wissen natürlich, dass da die Ward war, aber auch schön gemacht hier, dass sie da nicht das hinstellen. Aber jetzt schöner Doppelstand, schöne Double Edge. Und das wird schwierig. Der erste Shuckle schon trifft schon, aber Spectre ist halt auch da. Muss hier weglaufen und kriegt es tatsächlich nicht hin, rechtzeitig hier Windrun anzumachen. Beziehungsweise dachte, ist eh tot. Ich bin nicht sicher. Windrun und ein Forstaff war da noch da und 9 Stick Charges. Hätte sie durchaus wegkommen können. Aber richtig schöne Rotation hier von IG. Aber naja, sie haben halt auch. Wir wussten, dass sie nach oben gehen durch ihre Ward hier. Aber trotzdem super gefunden. Und dürften jetzt einen Tower dafür bekommen. Ja, weil sind sich Northern Lions halt nicht ganz sicher, wo der Ward steht. Auf jeden Fall wussten sie, dass Sienna steht. Was ich eben meinte von IG, schön gemacht, dass sie hier gedewardet haben und halt nicht irgendwie in dieser Umgebung hier den nächsten Ward geplantet haben, sondern hier. Der eben genau das verhindert, dass, wenn der Ward hier dewardet wird, da direkt der Observer Ward wieder mitgefunden wird. Aber halt auch doch relativ knapp hier mit. Und der nächste Deny, tatsächlich.
doch zurückschlagen können, haben den Tower denied und haben tatsächlich den Smoke gesehen. Durch diese Ward hier. Zahlt sich schon richtig aus. Haben den Smoke gesehen und werden sich erstmal etwas zurückziehen. Riecht noch nicht ganz. Tatsächlich wissen wir jetzt hier, dass das steht und blinders dann. Blinder P, wenn jetzt das Silence kommt, so wunderschön, sollte er hier down kommen. Stampede wird benutzt für extra Damage und schafft es tatsächlich gerade so wegzublinken. Da reicht der Silence nicht lang genug. Sie noch zwei Level gemacht. Mit noch zwei Leveln hätten sie auf jeden Fall bekommen. So kommt er gerade so weg und sie kriegen einen Return Claw Jakiro, den sie da irgendwie in ihrem Wald gefunden haben. Bitter für ihn. Aber das ist schade. Four-Man Smoke für nichts und der Gegner kriegt noch einen Kill. 7 zu 7 steht es jetzt. War natürlich nicht so viel, was hier an sich geändert hat, aber Rotations. Da kriegen sie jetzt hier mehr. Nehmen wir mal die Last. Jetzt guckt 177 für Anti-Mage und nur 112 für die Spectre. Somit halt der Net Worth sehr weit für Northern Lines und auch die XP sind weit oben. Tja, das Farmchart sieht halt so aus, dass Northern Lines vorne sind und nur die Spectre sich da vorne halten kann. Frage ist zum einen, wie lange das noch bleibt, zum anderen halt auch, was sie damit machen können. Net Worth ist halt hier ähnlich. Aber ist jetzt schon bei 7 zu 7 ein relativ großer Vorteil für Northern Lines, obwohl jetzt halt IG auch nur noch einen Tower hinten ist. Der auch knapp über den Eye Ranges. Tja. Glaube mal, Northern Lines werden erstmal mehr farmen. Haben jetzt den Manta-Style fertig auf dem Anti-Mage. Und der wird wohl sich noch ein bisschen erstmal mit Basher und mit Heart beglücken, bis er da irgendwie sagt, hey, wir können fighten. Aber ich glaube, das wird so ungefähr in 30 Minuten, so, wenn 30 Minuten um sind, wird das passieren. Und dann ist es halt auch die Sache, ob sie da wirklich mit einem vollgefarmten Anti-Mage klarkommen können. Denn die Spectre wird ihr Heart bis dahin haben. Aber der Hauptdamage kommt auch nur vom Radiance raus. Das ist halt die Sache, ob da überhaupt der Damage da ist, um, naja, den Anti-Mage und seine zwei Illos down zu bekommen. Aber bevor er doch zu viele Leute tötet. Dazu mit einer Windranger, die sehr viel Control ausbringt und ein Nature's Prophet, der sowohl Damage reinbringt, als auch halt in der Zwischenzeit einen Tower holen kann, wenn sie fighten. Der BKB für Nightstalker wird ihn erstmal nur von den Shackles sicherstellen. Aber naja. Außerdem 4000 Gold jetzt auf der Windranger. Ich bin nicht ganz sicher, ob es einen Blink will und es wird ein Straight Hex. Tatsächlich hier. Und sie finden hier den Nightstalker. Sprout ist da. Der Anti-Mage kommt da jetzt leider nicht rein. Versucht hier wegzukommen. Sieht so relativ gut aus, muss hier BKB machen und sollte vielleicht TP. Na, kein Mana für TP jetzt. Du nutzt das TP, aber es ist eine Mana Vault da, die das Ganze natürlich einfach unterbricht, auch durch BKB durch, was halt also das große Problem ist. Und ja, ich weiß nicht, eventuell einen BKB-Charge ist gewastet. Vielleicht hat er da nicht dran gedacht, dass die Mana Vault halt auch durch BKB durchgeht. Bitter für ihn, dadurch, dass er prinzipiell das 10 Sekunden BKB dafür weggeworfen hat. Aber halt auch gespielt von Northern Lines und auch von Ingman, dass er da einfach seinen Mana Vault nicht gewastet hat und hat gesehen hat, okay, der kann halt nur wegkommen von mir, wenn er TP'd. Und dafür habe ich meinen Stun. Aus der Hinsicht einfach. Scout in der A-Blast, ob hier die Rotations kommen und keine Rotations hier. Holen sich den Tower und jetzt ist halt so die Zeit gekommen, wo halt einfach Anti-Mage Windrunner relativ stark dominieren. Zusammen natürlich mit dem Nature's Prophet. Auch der letzte Tower wurde hier denied vom Anti-Mage, somit zwei Tower denied auf der Seite von Northern Lions und einen von IG, was natürlich den Net Worth noch weiter nach oben treibt. 7500 Gold Vorteil jetzt für Northern Lions. XP sieht ähnlich aus. Da muss IG jetzt was tun. Wollen prinzipiell ins Late Game, aber halt auch im richtigen Late Game sind Northern Lines halt auch better. Der Spectre sollte eigentlich im Ultra Late Game besser sein als Anti-Mage, aber so weit werden sie nicht kommen, so wie es hier aussieht. Necro Level 3 für Nature's Prophet, der noch mehr Druck ausbauen wird. Selbst den Split Push noch nicht so gesehen, aber einfach nur die Tatsache, dass das Creep Equilibrium quasi immer über den Fluss hinweg geht.
spricht doch viel für die Fähigkeit des Ninja Prophets, würde ich jetzt nur sagen. Dann rein, aber knapp daneben. Und der Weg zum Hard ist getan. Eva ist schon fertig. 1600 Leben, nur erstmal für ein Ultimate. Aber Dreads sind ja auch noch da. Ungefähr 1800 Leben. Gegen die Spectre, ja, auf dem Weg zum Hartes, aber dort doch auf Yasha umgesetzt ist. Also ein Value Point, einfach im Vitality Booster. Und Ogremager hat hier ein kleines Problem. Ah, kriegt noch gerade die Chichas raus, aber ein Dazzle Heal sorgt dafür, dass er da schnell down ist. Aber schöner Ice Blast könnte dafür sorgen, dass sie hier das Turn, aber Spectre findet oben noch die Ancient Aberration, wo sie da hochgehauntet ist. Und es sieht nicht so aus, als ob sie den hier fighten können. Trotzdem sehr schön. Ach, knapp hinter den Trees. Der Nightstalker. BKB ist dafür down, aber jetzt finden sie hier den Ancient Prophet, der wohl nicht so viel anderes machen kann, außer zu sterben. Haste Rune auf Windrange sorgt dafür, dass sie auf jeden Fall hinten bleiben wird und immer für ein bisschen Harris zu haben ist. Die Frage ist halt, ob es reicht. Der Tower ist jetzt down. Sieht nicht so aus, als ob sie jetzt hier irgendwas noch bekommen würden. Und die Mensch hat ein bisschen Damage auf den Tower gemacht, aber es reicht nicht ganz. Die Frage ist halt jetzt, ob sie was chasen können. Aber ich glaube, dieser Slow sollte ausreichen für Jakiro, um ihn down zu bekommen. Anscheinend nicht ganz. Der A-Blast ist drüber gegangen, aber okay, Mana Void, wow, Mana Void sorgt dafür, dass da einiges genug ist. Antimate ist sich nicht sicher, wo er hingehen will, sieht hier zwei Leute. Hätte vielleicht aber auf den Cent gehen können und sollen. Roshan kommt in 20 Sekunden wieder. Selbst so lange werden sie da nicht warten. Hofft aber, ja, Ogre Magi. Schauen, wie viel Geduld er hat. Ob er noch rechtzeitig da bleiben kann. Es scheint, als ob er die Geduld hat. Und ja. Hat er genug Evasion schön gemacht. Ich würde viele Leute, glaube ich, kennen, die da nicht so lange Geduld hätten. Aber halt auch Zeit aufgeschrieben und sich sicher. Waren sich sicher, dass er ungefähr jetzt hier kommen muss. Außerdem hatten sie gerade nichts anderes zu tun anscheinend. Spectre hat jetzt auch gescoutet, dass Roshan da ist. Und hat dafür sichergestellt, dass sie ihn machen. Andererseits hätten sie auch dann zu dem Zeitpunkt nichts dagegen tun können. Ja, hart für Antimage. Spectre ist wohl auf dem Weg dahin. Oder hat erstmal das. Er wird halt erstmal das Mantastell bauen. Weiß ich nicht. Nicht ganz sicher. Ancient Aberration ist tatsächlich noch 600 Gold zum Magnum ist fertig und kriegt mit dieser Wave halt tatsächlich auch hier Level 11. Von daher wird der Ice Blast auf einmal doch unwesentlich viel mehr Damage machen. Push kommt auf. Wir sehen hier, okay, die wollen Top Lane pushen. Also werfen wir einfach BFF dagegen und gucken, dass wir den Tower machen. Hier T3 für einen T2 Tower ist doch eigentlich ein relativ guter Trade, besonders mit dem Nature's Prophet. Und ich glaube, hier werden sie nicht stoppen. Und dann müssen jetzt hier IG zurückkommen. Und ich glaube, das Zeitfenster haben sie schon fast verpasst. Glyph ist keine da, der erste TP kommt. Aber die Range Tracks wird wohl auch fallen von den Necros. Weil es knapp wird. Wahrscheinlich nicht ganz, aber die Anti-Mage Elo. Ah, 3 HP, okay. Aber ja, das Ding ist toast, da wird ein Treant gleich mal hinlaufen. Ja, schönes TP hier. Schnell raus. Hat noch kein Basher. Aber das sieht aus, als ob das bald kommen wird. Wenn wir das Problem mit Nightstalker. Den erster gekommen, der ATP raus, fertig. Ist halt immer blöd. Ah gut, jetzt versuchen wir es nochmal. Wir hoffen jetzt, dass der nächste Prophet gegoat wird. Dachte ich. Da ist die Windrager da. Aber ist doch wohl kein direkter Bait. Man hat einfach da weiter pushen, die Leute aufhalten. Ich dachte eigentlich, dass jetzt einfach oben gepusht wird. Dass die Leute sich oben sammeln müssen und dann unten Anti-Mage eine Illu hochschickt oder sowas. Aber naja, so ein bisschen Zeit. Weiß nicht, wie das mit der Backdoor Regeneration rausgeht. Im Prinzip wird die erste Damage-Instanz wird ja durchgeführt. Von daher glaube ich, dass sie die Rex mit einem Treant-Hit holen können. Aber gut, mit der Manta Illu ist das halt sowieso klar. Dass da auch so einfach ist. Aber Anti-Mage geht sogar selbst rein.
So, Windrunner sollte okay sein. Hat auch hier Hex fertig, wenn ich ganz gesagt hatte. Ja, die Frage ist halt jetzt, sie rotieren jetzt zum Anti-Mage, aber dem ist relativ klar, wo die Leute hier kommen. Geht mal auf Nummer sicher. Ganz gut im Game Sense, was der Anti-Mage dann an den Tisch legt. Aber Roshan ist jetzt hier frei. Und das wird ein Roshan. Die Frage ist, ob sie schnell genug sind. Esplas kommt rein und außerdem sind da auch die Windrunner da. Mit einem schönen Powershot da rein. Richtig viel Damage macht Gamma, der geht genau durch alle durch. Was ein Checkkill, aber jetzt die Frage ist halt, ob es reicht. Kein Powershot da, es wäre ein Double Kill tatsächlich gewesen. Ja, könnte eventuell Anti-Mage shattern. Double Kill für ein Anti-Mage. Wenn ein Dessel noch holt. Dessel shattert an sich, aber es hätte durchaus sein können. Spectre holt sich noch die Ancient Debrision. Das Problem, wenn die einzeln irgendwo steht, nicht richtig da ist, dann poppt sie relativ schnell. Aber naja. Hat prinzipiell auch alles, hat den Eispass geschossen. Hat den Fight quasi beendet damit. Eispass richtig schön geschossen. Und in dem Sinne ist es halt vollkommen egal, jetzt nach dem Ergenims, wie oft sie stirbt oder was sie auch immer sie tut. Naja. Kann in der Basis stehen, Eispass schießen. Reicht vollkommen aus. Eine dieser Helden. Das ist eine Artillerie. Ja, also sie ist bisher doch relativ stark in Favor of Northern Lions aus. Networth-Unterschied zwischen den Carries ist schon gewaltig. Und jetzt auch hier der Networth von Northern Lions, 12k vorne und 10k XP. Frage ist halt, prinzipiell wird es demnächst einen Tiefwert geben und welches Profit holt diese Rex. Aber könnte ich mir so vorstellen. Aber es kann sich noch ein bisschen hinziehen tatsächlich. Schön den Akira hier gesniped. Interessant ist halt ohne Ward, das war halt nur ein Scouting-Ding, aber dadurch denken jetzt IG definitiv, dass hier ein Ward ist. Und tatsächlich ist kein Ward. Von einem blanker Scout-Shot, wo dann der Akira getroffen hat. Auch so ein Ups. Tja. Ja, die Mage wurde mal kurz gegoat, aber das sieht sich dann nicht dafür. Basher ist da, bald ist gerade Abyssal Blade schon soweit und dann ist er quasi fertig. Ist er hier sehr aggressiv. Ein Stun vom Anti-Mage. Rotations kommen rein. Aber Space created. Jetzt ist es nämlich in der Mitte auf einmal so, dass es dann niemand ist. Ancient Abrasion Blast geht durch. Dessel wird shattern. Und auch Spectre ist wahrscheinlich im Untergang geweiht. Kommt allerdings nicht ganz rein. Und ein Hit, zwei Hit. Shatter. Ein Hit muss er noch machen. Aber schafft das nicht ganz. Wird hier seine Aegis wohl benutzen, um den Hit zu bekommen und Nature's Prophet TP't rein, holt sich die Mega-Kill-Streak für 500 Gold. Hier hält uns das Titans für IG und es sollte quasi die zweite Lane of Rex damit sein und damit auch das GG von IG. Ja. Doch irgendwie jetzt sehr, sehr unspektakulär, einfach nur weil Anti-Mage reingegangen ist und ja, alleine das Spiel gewonnen hat gerade. Aber das sah halt für eine sehr lange Zeit genauso aus und jetzt quasi hat Anti-Mage gezeigt, Leute, wir sind so weit voraus hier, guck mal, was ich alles kann, nämlich vier Leute alleine töten. Gut, Halbfinale gewinnen Northern Lions, die richtig stark in diesem vierten Qualifier unterwegs sind und definitiv sich, also jetzt schon den ersten Platz in dem gesamten ESL Thinkfast Razor League Qualifiers geholt haben. Aber ich bin mir ziemlich sicher, die Jungs und, oder Mädels wollen da noch den ersten Platz dieses vierten Qualifiers nehmen. IG werden wir im Platz im Spiel 3 wiedersehen. Somit geht's ins Finale zwischen Northern Lions und mal schauen, ob es schon fertig ist. Northern Lions und den Gewinner zwischen Border Dash Gaming und Team Sojasauce noch nicht ganz fertig. Ich bin Sisterson und wir sehen uns im nächsten Spiel. Bis dann, auf Wiedersehen.